Der Straßenbau war und ist für jede Stadt ein teures Unterfangen. Auch in Mettmann ist dies zurzeit ein aktuelles Thema. Durch jahrzehntelange Neuverschuldung der Stadt will man nun am Beispiel Düsselring die Anlieger zur Kasse bitten. Hierzu kam es in der Vergangenheit zu Protestaktionen. Ja, wir haben uns hier versammelt, weil wir gegen die neue Ausschaltung des Düsselrings demonstrieren möchten, wollen und müssen. Es kann nicht sein, dass eine derartige Luxussanierung geschieht, die die Anwohner eine dicke Stange an Geld kosten wird. Die meisten, die am Düsselring wohnen, können sich das partout nicht leisten. Viele sind ältere Menschen, die sich das auch nicht leisten können, die keinen Umzug mehr daraus machen können, gar nichts mehr. Es gibt junge Familien, die keinen Kredit dafür finden werden. Das wäre das Aus für den ganzen Bereich, für den ganzen Düsselring. Und deswegen haben wir uns hier versammelt, damit der Düsselring einen neuen Straßenbelag bekommt. Das ist sehr wichtig. Der Straßenbelag, weiß jeder, ist völlig hinüber. Aber wir möchten keine Luxussanierung aus dem Düsselring. Der Bund der Steuerzahler NRW hat sich nun diesem Thema angenommen. Am 31.10.2018 kam der Bund der Steuerzahler mit einem Infostand nach Mettmann. Der Vorsitzende Heinz Wirz erklärt, worum es geht. Wir kommen hier vom Bund der Steuerzahler. Wir haben heute eine Volksinitiative gestartet. Wir sind hier Frau Defeld von unserer Pressestelle, Herr Ammann, der Kollege Herr Kanski, der ist der stellvertretende Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler. Mein Name ist Heinz Wirz. Ich bin der Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler. Wie gesagt, die Volksinitiative haben wir heute gestartet. Es geht darum, die Straßenbaubeiträge abzuschaffen. Und zwar deshalb, vor allen Dingen deshalb, weil Straßenbaubeiträge die Steuerpflichtigen in Existenznöte geraten lässt, weil keine Rücksicht genommen wird auf ihre Leistungsfähigkeit. Zweites Argument ist, ein Straßenbaubeitrag ist eher zweifelhaft. Wenn es einen Vorteil gibt durch eine Ausbaumaßnahme, lässt dieser Vorteil sich nicht bemessen. Wichtig ist aber, es wird keine Rücksicht genommen auf die Beitragspflichtigen, das heißt also die Grundstückseigentümer und die Erbauberechtigten. Mein Name ist Kern, ich bin Anlieger hier im Düsselring, in Mettmann, und sehr betroffen darüber, dass die Stadt aus unserer Tasche eine Luxussanierung hier machen wollen. Uns genügt eine ganz normale Straßensanierung, keine Luxusstraße. Ansonsten schließen wir uns gerne dem Bund der Steuerzahler an, die sowieso für die grundsätzliche Abschaffung der Anliegerbeiträge sich stark macht. Bitte unterstützen Sie diese Aktion mit Ihrer Unterschrift. Weitere Infos unter www.steuerzahler-nrw.de.